Ist die Bundeswehr auf dem rechten Auge blind? Eine mutmaßlich rechtsextremistische Terrorzelle in einem Jägerbataillon hat die Öffentlichkeit alarmiert. Wenig vertrauenserweckend auch die Reaktion der Vorgesetzten, um einem offensichtlichen Verdacht nachzugehen. Die Verteidigungsministerin hat jetzt Konsequenzen angekündigt. Die Bundeswehr soll durchleuchtet werden, auch auf mögliche Restbestände unseliger Wehrmachtstradition. Und die Soldaten sollen besser ausgebildet werden, nicht nur in Waffen, sondern auch in politischer Bildung. Zwischen Tradition und Moderne, wie rechts ist die Bundeswehr? Liebe Zuschauer, das Thema der Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste. Birgit Schmeitzner ist bei uns vom Bayerischen Rundfunk, Hörfunk-Korrespondentin hier im ARD-Hauptstadtstudio und Expertin für Verteidigungspolitik. Winfried Nachtwey, von 1994 bis 2009 Mitglied im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen, unter anderem der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion und jetzt Mitglied im Beirat Innere Führung des Verteidigungsministeriums. Thomas Wiegold schreibt über Verteidigung und Sicherheitspolitik, über die Bundeswehr und er betreibt den Blog Augen geradeaus. Und Ulrich Scholz, Oberstleutnant AD und Sie waren Dozent an der Führungsakademie der Bundeswehr. Frau Schmeitzner, ist die Bundeswehr ein rechter Sumpf? Nun, ich würde so weit nicht gehen, dass er ein rechter oder dass die Bundeswehr ein rechter Sumpf ist. Und ich würde vor allem davor warnen, jetzt die große Keule auszupacken. Denn genauso wenig wie vorher, als wir diese ganzen Fälle noch nicht wussten, es sie nicht gab, ist es jetzt nicht so, dass es nur diese Fälle gibt. Und wenn man sich auch schon anschaut, was so an Rückmeldung kommt, es gibt ja inzwischen eine anonyme Meldestelle im Ministerium, bei den 100 bis 200 Meldungen seit dem Februar eingegangen sind. Und der Wehrbeauftragte Bartels sagt, na ja, so etwas von der Qualität, wie es der Fall Franco A., also der terrorverdächtige Oberleutnant aus Ilkirch, dargestellt hat, so eine Qualität ist da nicht dabei. Also das ist schon eine Spitze. Ob sie die Spitze des Eisberges ist, da bin ich sehr skeptisch. Mhm. Also Terrorzelle und rechtsextremistisches Gedankengut muss man auch noch mal auseinanderhalten. Der Nachtwey, manche hegen ja jetzt einen Generalverdacht gegen die Bundeswehr in Sachen Rechtsextremismus. Aber Rechtsextremismus, das gibt es ja auch in der zivilen Gesellschaft, wie wir wissen. Da kann man ja eigentlich schlecht erwarten, dass die Bundeswehr eine Art Insel der Seligen ist. Das ist richtig. Aber an die Bundeswehr als einen wesentlichen Träger des staatlichen Gewaltmonopols sind höhere Ansprüche zu stellen. Das heißt also, hätten wir in der Bundeswehr einen Anteil von rechtsextrem Orientierten, wie in der Gesellschaft, dann wäre das ein Alarmzeichen sondergleichen. Andererseits aber haben Sie völlig recht, also es ist nicht auszuschließen, dass es also auch solche Leute in der Bundeswehr gibt, dass die es hinkriegen, sich da rein zu schmuggeln. Aber ich habe ja jetzt seit 20 Jahren also ungefähr sehr intensiv also mit Bundeswehr zu tun, habe dabei Tausende von Soldaten mitgekriegt. Und da ist also, was die Vorherfrage angeht, nein, Sumpf, rechter Sumpf oder brauner Sumpf eindeutig nicht. Diese Fragestellung hatten wir auch früher bei einzelnen also Untersuchungsausschüssen. Und wo ja dann die Frage war, Einzelfälle, Gruppenphänomen oder Spitze eines Eisbergs. Und jedes Mal bei den Untersuchungsausschüssen konnten wir Gott sei Dank feststellen, nein, es ist keine Spitze eines Eisbergs. Insofern die Relationen also richtig sehen. Aber das, was jetzt also eben da an Einzelfällen ist, gerade also eben mit dem Franco A., das ist etwas, was keiner von uns also in diesen ganzen Jahrzehnten bei der Bundeswehr erlebt hat. Das ist wirklich also eine hochgefährliche, hochbrisante neue Dimension. Hat also eine ganz andere Qualität. Ja. Wiegold, hat Ursula von der Leyen in ihrer Arbeit als Verteidigungsministerin vielleicht auch die falschen Akzente gesetzt? Hat sie sich zu sehr auf die Themen Verteidigung, Beschaffung, Rüstung, Auslandseinsätze konzentriert? Hätte sie sich mehr darum kümmern müssen, welches Personal da an Land gezogen wird? Na, ich glaube das eigentlich nicht. Also man muss dazu sagen, Rüstung, Beschaffung war das vordringliche Thema der vergangenen Jahre. Da ist viel versenkt worden, da ist viel falsch gemacht worden. Man kann auch extra noch mal drüber reden, ob die Ministerin jetzt da auf dem richtigen Weg ist. Aber das ist jetzt eine ganz andere Frage. Dass sie an diesem Punkt Rechtsextremismus vielleicht relativ spät einsteigt, hängt sicherlich damit zusammen, dass relativ spät diese
Fälle in der Qualität hochgekommen sind. Auf der anderen Seite muss man da allerdings auch sehen, was die Ministerin schon länger thematisiert, ist, wie sie sagt, dieser Bruch der Meldekette, dass also Dinge, die von unten nach oben gemeldet werden, irgendwo im Apparat stecken bleiben. Und das betrifft eben nicht nur Rechtsextremismus, das betrifft auch Schikanen in der Ausbildung, das betrifft sexuelle Herabwürdigungen. Also insofern gibt es da schon in der Systematik, nicht inhaltlich, aber in der Systematik, ähnliche Probleme, ähnliche Brüche. Also ich glaube, den Vorwurf kann man ihr nicht an der Stelle machen. Herr Scholz, es scheint ja noch eine ganze Reihe von Kasernen zu geben, in denen Wehrmachtsdevotionalien gefunden werden. Laufen denn die dortigen Verantwortlichen, die Befehlshaber mit Scheuklappen durch die Gänge? Das weiß ich nicht. Erstmal weiß ich nicht, ob es solche Kasernen noch gibt. Und ich kenne auch die Kommandeure nicht. Erlauben Sie mir zu den Fragen vorher was Grundsätzliches zu sagen. Ich glaube, dass die Bundeswehr, wie Sie schon sagten, ein Teil der Gesellschaft ist. Und die Bundeswehr, das ist ja auch so gewollt. Und wenn die Bundeswehr jetzt in irgendeiner Form Anzeichen zeigt, die auch die Gesellschaft hat, dann ist sie nicht kaputt und muss repariert werden, sondern, und das stört mich so ein bisschen an den Maßnahmen, die jetzt laufen, Ministerinnen und Generäle und auch und Öffentlichkeit gucken jetzt drauf wie auf ein krankes Kind und wollen was reparieren. Das sind wir alle. Und ich glaube, das Problem der Bundeswehr ist, dass sie zu funktional ist. Aber wir machen zu viel Ausbildung und zu wenig Bildung. Darf ich trotzdem noch mal nach den Wehrmachtsdevotionalien fragen? Die werden ja jetzt gezielt gesucht. Also offenbar gibt es ja Anhaltspunkte, dass es so ist. Wozu braucht man die eigentlich für den Alltag der Bundeswehr? Also ich war damals im Richthofen-Geschwader und wir waren alle stolz, bei Richthofens zu sein. Aber wir brauchten den alten Richthofen und seinen Horridor im Ersten Weltkrieg nicht, um motiviert zu sein. Das war ein Symbol unseres Chorgeistes, aber es war nirgendwo irgendwo politisch in irgendeiner Form motiviert. Nachteil, welche Sicherheitseinrichtungen hat denn die Bundeswehr eigentlich, um zum Beispiel rechtsextremistisches, nationalistisches Gedankengut einzudämmen oder erst gar nicht hochkommen zu lassen? Wann schrillen da die Alarmglocken? Nun, einmal als erstes also bei den Karrierezentren oder wer kommt also eben zur Bundeswehr. Da müsste auf sowas geachtet werden, wie intensiv, wie sorgfältig und wirksam das also allerdings ist, kann ich nicht also beurteilen. Außerdem, wenn jemand sozusagen in dem Bereich fitter ist, dann wird er sich also auch entsprechend dann tarnen können. Dann aber eben danach kommt es also sehr wesentlich also auch an also auf die Aufmerksamkeit also der militärischen Führer. Und das, wenn dann also eben einiges an Kommunikation, an Gesprächen läuft, im politischen Unterricht, aber sonst also im Dienstbetrieb, müsste sowas dann etwas auffallen können. Das Problem allerdings nur heutzutage oder seit einiger Zeit ist, dass also die Zeiten der persönlichen Beschäftigung der Vorgesetzten mit den Soldaten immer knapper ist, weil also eben die Vorgesetzten, der Spieß, der Kompaniechef also und so weiter voll sind also mit bürokratischen Arbeiten. Also insofern also ist der kommunikative Zusammenhang viel dünner geworden. Dann die militärische Gemeinschaft ist inzwischen auch viel, viel dünner als jetzt. Sie waren also eben zum Teil, Sie waren beim Bund, ne? Und Sie also hätten dabei sein können. Da hat es noch eine ganz andere, sozusagen auch soziale Kontrolle in der Hinsicht gegeben. Das also eben auch nicht. Viele sitzen, wenn die überhaupt am Abend in der Kaserne sind, sitzen die dann vor ihrem Laptop also und so weiter. Aber sozusagen eine gewisse soziale Kontrolle in dem Bereich also nicht. Also diese Aufmerksamkeit also in der Hinsicht. Da gäbe es grundsätzlich also eben viele Möglichkeiten. Aber, das habe ich also auch gehört, also eben von einem, der jetzt also eben stark beschuldigt wird, dass der sich zeitweilig also wohl auch sehr gekonnt und sehr professionell getarnt hätte. Gut, das machen ja viele, die mit dieser Gesinnung herumlaufen. Im Falle von Franco A. hatten die Vorgesetzten aber doch etwas Zeit für ihn. Er hatte eine Masterarbeit an einer Militärakademie verfasst mit eindeutig rassistischem Gedankengut. Und als man ihn zur Rede gestellt hat, hat er gesagt, ja, er hätte unter Zeitdruck gearbeitet und keine wissenschaftliche Begleitung gehabt. Ich sage jetzt mal, ich glaube, es ist Rassismus bleibt Rassismus, ob er unter Zeitdruck oder nicht unter Zeitdruck entsteht. Offensichtlich ist das ja nicht weiterverfolgt worden. Eine Rüge hat es gegeben und dann wurde er auch noch zum Berufssoldaten ernannt. Wie kann sowas passieren? Vor allem, wie kann es passieren, dass die französische Seite, die das Ganze ja als erstes gelesen hat, aufmerksam wurde und gesagt hat, in der deutsch-französischen Einheit gewesen. Er ist in der deutsch-französischen Bataillon gewesen, ganz genau. Und die französische Seite hat gesagt, so eine Arbeit
lassen wir nicht durchgehen. Also bei uns würde dieser Mann fliegen. Hat das weitergegeben an den deutschen Verbindungsmann, dem war das möglicherweise zu heiß. Der hat es dann weitergegeben ans Streitkräfteamt. Von daher, also auf französischer Seite ist da einiges richtig gelaufen. Und dann ging es auf die deutsche Seite. Und es ist jetzt nicht nachvollziehbar, wie ein wissenschaftliches Gutachten, das sowohl sagt, dass diese Arbeit wissenschaftlich nicht adäquat ist, ohne großartige Sekundärquellen auskommt, als auch inhaltlich, völkisch, rassistisch motiviert ist, wie dieses Gutachten einfach so beiseite gewischt werden kann, aufgrund der Einlassungen dieses Soldaten, der offensichtlich sehr überzeugend gewesen sein muss. Er wurde ja auch als sehr intelligent beschrieben. Aber da ist schon was im Argen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Personalkonsequenzen auch abgehen wird. Herr Scholz, wenn der Vorgesetzte das jetzt nicht weiter verfolgt hat, nicht weiter gegeben hat, der MAD, der militärische Abschirmdienst, der hätte eingeschaltet werden müssen bei solchen Aktivitäten, ist nicht eingeschaltet worden. War da möglicherweise auch die Überlegung, spielt eine Rolle des Vorgesetzten, wenn ich da jetzt ein Fass aufmache, dann stehe ich am Ende als Nestbeschmutzer da. Ich glaube, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist dieses sich rückversichern, sich nicht aus dem Fenster lehnen. Das könnte schädlich für die Karriere sein. Das heißt also, dieses Denken, jetzt sind wir wieder bei Kultur, dass im Militär, im Frieden eben Leute darauf achten, dass ihnen nichts passiert im Sinne von Karriere, erzeugt natürlich dann in so Grenzsituationen, naja gut, es hat sich zwischen weit nach rechts gelehnt, aber wenn ich jetzt da die schlafenden Hunde wecke, dann könnte das negative Folgen für mich haben, wenn das nämlich sich herausstellt, dass das von mir überzogen ist. Also dieses Angepasstsein, dieses Trivialisiertsein, das ist ein Problem in der Gesellschaft und in der Bundeswehr besonders. Und dann kommt sowas zum Vorschein, wenn auf einmal solche Extremen passieren. Und das hat was mit Bildung zu tun und mit Personalauswahl und mit an der FIAC. Ich habe es selber erlebt, wenn ich Ihnen sage, dass die Auswahl für die Generalstabsausbildung über einen Fleißlehrgang passiert, wo Sie eine Note kriegen, wo Sie über auswendig lernen, die besten Auswahl treffen aus diesen Personen, die besten Noten machen beim Auswendiglernen, aus denen werden die Generäle ausgewählt. Ich will jetzt niemanden, wir haben tolle Generäle, wir haben tolle Offiziere, aber vom System her, sowas darf nicht sein. Ich wünschte mir, dass wir bei der Führungsausbildung mehr Bildung reinpacken. Und soziale nicht, Kompetenz fehlt dann offensichtlich, wenn ich sie ja, aber verstehe. Die kann man auch nicht ausbilden. Ein anständiger Mensch ist ein anständiger Mensch. Den kann ich nicht über einen Lehrgang zum anständigen Menschen machen. Herr Wiegold, was Sie vorhin gesagt haben, dass diese Meldeketten von unten nach oben nicht richtig funktionieren, ist das einer der Gründe, die gerade Herr Scholz angesprochen hat? Ein bisschen schon. Also in diesem Fall dieses Rechtsextremisten von Franco A. ist es ein bisschen mehr mysteriös, weil es gab seine Vorgesetzten in Frankreich, die haben das bewertet und es ging hoch, da war kein Bruch, es ging hoch bis zu einem Zwei-Sterne-General, dessen Rechtsberater hat ziemlich wörtlich die Empfehlung aus Frankreich, also von der deutschen Dienststelle in Frankreich übernommen. Das steht identisch drin. Und sinngemäß halt, wir machen ihm doch seinen Berufssoldatenstatus kaputt, wenn wir jetzt diese Arbeit nicht anerkennen und das weiterverfolgen. Und da fragt man sich natürlich, warum war dann bei diesem Zwei-Sterne-General und seinem Rechtsberater Schluss, dass der gesagt hat, okay, das akzeptiere ich, obwohl jeder, der diese Arbeit gelesen hat, sie kursiert übrigens im Netz, also wer das unbedingt will, der kann sie auch lesen. Ich finde es keine besonders appetitliche Lektüre. Aber wie man dann auf die Idee kommen kann, naja, das war vielleicht nicht so gemeint, wie er sich rausgeredet hat, das hat sich mir nicht erschlossen. Wenn so etwas passiert, dass man so etwas entweder unter den Teppich kehrt oder nicht weiterverfolgt, denkt man da nicht bis zum Ende, welche Konsequenzen, welche fatalen Konsequenzen es auch für den Ruf der Bundeswehr haben kann? Das müsste man annehmen, dass das also eben mit bedacht wird, aber da ist dann möglicherweise, jetzt spekulieren wir natürlich also ein bisschen, ne? Weil eben bei den Vorgesetzten wir ja auch die genaueren Hintergründe nicht kennen, aber da kann man sich vorstellen, also eben eine falsche Art der Rücksichtnahme, eben ein strammer und zukunftsfähig erscheinender junger Soldat. Dem will man sozusagen nicht die Karriere verbauen und das also eben gleichzeitig dabei, also eben die Aufmerksamkeit zu der inhaltlichen Brisanz und den möglichen Folgen, den Spätwirkungen sozusagen, dass das dann zurücktritt. Also dieser Abwägungsprozess ist da offensichtlich also nicht sorgsam geschehen. Welches Personal wird eigentlich rekrutiert oder welches Personal kommt zur Bundeswehr? Es gibt ja das Stereotyp zu sagen,
Klar, Rechtsextremisten, die Bundeswehr zieht Uniformfetischisten und Waffennarren an. Wie geht die Bundeswehr da eigentlich um mit denen, oder wie sehr wird auch das Personal dort überprüft für die Einsatzverwendung? Wie achtet man auf die Person, was sie kann, wie sie sich gibt, soziale Kompetenz und so weiter? Also erstmal, ich habe neulich den Spruch gehört, es geht kein Lyriker zur Bundeswehr. Und ich glaube, das ist ganz klar. Es gehen möglicherweise Idealisten zur Bundeswehr. Und es gehen natürlich auch Menschen zur Bundeswehr, die sich davon angezogen fühlen, von diesem System. Befehl, Gehorsam, Uniformen. Das kann natürlich Rechtsextreme auch anlocken, aber das kann durchaus auch Linksextreme anlocken. Ich glaube, dass es nicht unbedingt immer nur in die eine Richtung zu sehen ist. Es gibt Assessment Center, ganz neu, ganz modern, in denen die Bewerber auch durchleuchtet werden und abgeklopft werden, wo man dann auch ganz klar schaut, wo liegen die speziellen Begabungen. Da hat man einiges versucht in den vergangenen Jahren moderner zu werden, eben auch die Auswahlprozesse besser zu gestalten, nachvollziehbar zu gestalten. Aber natürlich kann man nur mit den Menschen arbeiten, die zu einem kommen. Und die muss man erst mal erreichen. Es gab ja diese Werbekampagne über YouTube-Filme, die relativ gut lief, bei denen man die Grundausbildung gezeigt hat, einfach um so ein bisschen auch Werbung zu machen für die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, in diesen Zeiten wissen viele, dass es außerhalb der Bundeswehr in der Wirtschaft besser bezahlte Jobs gibt. Und die Attraktivität ist dann eben für Leute, die auch Karriere machen wollen, vielleicht nicht so ganz die ganz große. Kann ich noch was ergänzen dazu? Alles, was Sie sagen, kann ich nachvollziehen. Leute gehen auch zur Bundeswehr, die, ich sag mal so, instabile Menschen gehen zur Bundeswehr. Denn sobald sie eine Uniform anhaben und man ihnen von morgens bis abends sagt, wo es lang geht, fühlen sie sich sicher. Das heißt also, diese Jobsicherheit, vielleicht dann als Berufssoldat in die Pension zu gehen und dann eben, man muss nicht mehr für sich sorgen. Der Staat sorgt für einen. Und wir kriegen dann Leute, die instabil sind, sage ich mal so. Und wenn einer instabil ist und dann auch vielleicht in die Richtung rechtsextrem tendiert, dann haben wir wirklich ein Problem. Der holt sich seine Stabilität eben dann vielleicht sogar so wie der Herr Oberleutnant hier. Und das andere ist, wir brauchen im Einsatz eben Leute, die in der Lage sind, mit Instabilität umzugehen. Und das sind selbstbewusste Leute, das sind Leute, die eben anständig sind, die Demokraten sind. Und wenn wir da draußen nur instabile Rambos rumlaufen haben, das ist gefährlich. Und ich glaube, da ist eine Spitze vom Eisberg, die wir haben. Und die Idealisten, die ich angesprochen habe, die darf man natürlich nicht vergessen. Weil es gibt natürlich auch Männer und Frauen, die zum Bund gehen, weil sie sagen, ich möchte meinem Land dienen. Ich nehme es auch in Kauf, ins Ausland geschickt zu werden, auf Missionen, in denen es um Leib und Leben geht. Also diese darf man nicht vergessen. Ich glaube, in Unterlagen von Ihnen habe ich gelesen, dass die sozialen Milieus in der Gesellschaft, in der Bundeswehr im Prinzip sogar in der gleichen Prozentzahl vertreten sind. Die Bürgerlichen, die Konservativen, die Pragmatischen, die Liberalen. Ich glaube, nur ein einziges Milieu ist in der Bundeswehr. Die Hedonisten, die sind nur zu 2% in der Bundeswehr und 15% in der Gesellschaft. Aber ansonsten ist die Prozentzahl zwischen den sozialen Milieus der Gesellschaft und der Bundeswehr eigentlich sehr identisch, nahezu gleich. Was ja auch ein Stereotyp, das man von der Bundeswehr oft hat, widerlegt. Genau, das steht nämlich also völlig im Gegensatz zu den beliebten Bildern, die jetzt auch in diesen Tagen so rumgehen. Nämlich in diesen Tagen von Bundeswehr überwiegend solche Bilder, Wachbataillonen angetreten vom Reichstag. Also eben dieses sozusagen traditionelle Bild, also vom Militär, eine ganze Kompanie zusammen und funktioniert wie ein Uhrwerk und so weiter und homogen. Und die Wirklichkeit ist in der Tat eben sehr vielseitig heutzutage. Und Sie haben das ja eben mit der Milieustudie, das ist ja frappierend, mit dem Ergebnis, ne, wo es insgesamt sicher, das liegt auf der Hand, eben bei der Bundeswehr leicht konservativer ist. Aber ansonsten eben diese Außenwahrnehmung, das ist sozusagen ein homogener Haufen, eben, der steht immer in Reih und Glied, trifft mit der Wirklichkeit, eben der Truppe, kaum zusammen. Also wenn vielleicht, wenn ich das da ergänzen darf, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es herrscht in der Bevölkerung auf die Vorstellung, das ist so ein Laden, alles Soldaten, jeder hat ein Gewehr und jeder kann schießen. Im Grunde genommen, wenn Sie die Arbeitsrealität eines Hubschraubermechanikers vergleichen mit der eines Fallschirmjägers, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Es sind beide Soldaten. Der übergeordnete Auftrag ist für beide gleich, aber in dem, was sie praktisch tun,
klafft das meilenweit auseinander. Mhm. Und auch in dem, wie die mental damit umgehen. Also ein Hubschraubermechaniker oder ein Jetmechaniker hat eine andere Art der Arbeitsweise als ein Fallschirmjäger, der mit seinem Verband abspringt oder einen Geländeabschnitt nimmt oder so etwas. Also das, da sind auch unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen gefragt. Jetzt soll ja der Traditionserlass der Bundeswehr aus dem Jahr 1982 bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode, also bis September, noch geändert werden. Der beinhaltet ja eben auch, wie man zum Beispiel mit Tradition, auch Wehrmachtstradition in der Bundeswehr umgeht. Welche Tradition sollte die Bundeswehr eigentlich pflegen? Das ist genau das Problem. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Jetzt nicht diese Lanzerbilder, die wir in den Kasernen finden. Es ist ein paar Jahre her. Da haben sich Einheiten in Afghanistan den Sinnspruch gegeben, Treue um Treue. Das waren alles Fallschirmjäger, die in diesen Kämpfen, Isakel, Karfreitagsgefecht und so weiter, im Einsatz waren. Und denen wurde vom Heeresinspekteur dieser Sinnspruch verboten. Es gab einen Aufschrei bei denen und die haben gesagt, wir sind nicht Nazis. Also der Verbotsgrund war, irgendwo in der Wehrmacht wurde dieser Spruch auch schon mal benutzt. Eure Ehre sei Treue, glaube ich. Ja, das war ja was anderes, aber es ging konkret um Treue, um Treue. Und die haben gesagt, wir sind nicht Nazis, aber wir brauchen so eine positive Identifikation. Wir brauchen was Vorbilder, wir brauchen was, was uns zusammenschweißt. Und da frage ich mich natürlich auch, hat die Bundeswehr, haben die Offiziere in den vergangenen Jahrzehnten den jungen Männern nicht was anderes geben können, sodass die sich diese Lanzerbilder, diese Wehrmachtvorbilder suchen mussten? Gibt es nichts anderes? Ja, das ist ja die Frage, Herr Scholz. Brauchen wir Traditionen, die in der Zeit vor 1945 liegen? Sie haben gesagt, Sie waren beim Geschwader Richthofen. Manfred von Richthofen hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, ist ja heute in der britischen Armee noch hoch angesehen. Um den geht es ja auch gar nicht. Aber brauchen wir wirklich diese Wehrmachtstradition? Warum wird das Spiel das heute noch eine Rolle? Vielleicht noch ein Hinweis: vor der Hochstaufenkaserne in Bad Reichenhall ist immer noch, jedenfalls meine Information, der Wehrmachtsadler am Eingang, am Kaserneneingang, ist er nicht mehr? Der Adler ist entfernt, das ist durch ein Edelweiß ersetzt. Nein, Moment, der Adler ist da, das Hakenkreuz ist entfernt. Genau, also der Adler hat zu Füßen einen Lorbeerkranz, da war früher das Hakenkreuz drin gewesen, jetzt ist ein Edelweiß, Symbol der Gebirgsjäger, die dort sind. Aber der Adler ist noch da und es gibt, glaube ich, auch noch irgendein Soldatenfresko aus der Wehrmachtszeit. Warum brauchen wir diese Tradition überhaupt? Oder brauchen wir sie überhaupt? Ich möchte das anders formulieren. Was wir brauchen, das haben Sie eben sehr richtig angesprochen, ist, wir brauchen ein Symbol für Gruppenidentität. Und das ist gerade, wenn man in Kriegssituationen geht, für Fallschirmjäger zum Beispiel, ist das unglaublich. Bei Techniker, Logistiker ist das nichts, da tritt mir das Funktionale in den Vordergrund. Aber wenn Leute rausgehen, dann brauchen sie irgendetwas, was sie zusammenhält, diese Gruppenidentifikation. Und im Moment sind wir jetzt in diesem Dilemma, dass wir eben militärisch mit der Vergangenheit brechen mussten. Und auf der anderen Seite aber brauchen wir sowas. Die Marines haben keine Probleme, die Fremdenlegion hat keine Probleme. Da gibt es sowas. Ja, da war allerdings keine Nazi-Zeit hinter sich. Darf ich das nochmal politisch fragen nach der Tradition? Ich meine, die Bundeswehr hat ja eigentlich genug Tradition, auf die sie stolz sein kann. Sie verteidigt ein Land, das seit 1949 existiert, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Rechtsstaat. Etwas, was es sich lohnt zu verteidigen. Seit 1955 gibt es die Bundeswehr selbst. Sie ist eine Parlamentsarmee, sie ist kein Staat im Staat mehr. Man darf Befehle nur gehorchen, wenn sie nicht gegen Menschenrechte verstoßen. Es sind keine willenlosen Befehlsempfänger mehr. Es sind Staatsbürger in Uniform. Das steht da zunächst mal auf dem Papier. Aber eigentlich genügt es doch, sich mit diesen Traditionen zu beschäftigen und nicht mit Traditionen, die eigentlich die deutsche Geschichte eher beschämen lassen. Ich meine auch, selbstverständlich, die Wehrmacht ist nicht traditionsbildend und traditionswürdig, weil es eben sie tätig war im Rahmen eines Vernichtungskrieges, weil Generale dort bei Stalingrad zu Henkern der eigenen Soldaten wurde. Aber Auseinandersetzung mit Wehrmachtsgeschichte sehr wohl. Das ist ja keine Traditionspflege. Richtig, aber das muss man ja auch auseinanderhalten. Ja. Also heißt ja nicht dran rühren, aber eben Auseinandersetzung, daraus lernen, sehr wohl. Aber sonst also eben hat die Bundeswehr wirklich, also inzwischen 60 Jahre also eben eigene Erfahrung, also diese 35 Jahre Ost-West-Konflikt, wo aber eben kein Krieg geführt wurde, wo Krieg verhindert wurde,
Das ist doch was. Und ich habe so Generale erlebt, die wurden also eben pensioniert. Und die, denen fiel kein Zacken aus der Krone, dass sie keine Schlacht geführt hatten. Also das heißt, wirksam zu Friedenssicherung beizutragen, das ist eine Leistung. Oder gucken Sie sich den 17 Jahre deutsche Beteiligung am Bosnien-Einsatz nach 1995. Da, nach meiner also eben Sichtweise, haben die dazu beigetragen, dass dort nicht neue Kriegsgewalt ausbrach. Kriegsverhütung ist eindeutig. Und das ist also eben traditionswürdig. Das ist wohl nicht jetzt sozusagen das, was dann also eben Soldaten sozusagen als deren harten Einsatz dann möglicherweise noch mal besonders also eben motiviert. Oder was wir dann also eben Wald der Erinnerung dann sehen mit den verschiedenen Orten, wo was passiert ist. Aber das ist ja auch das Problem heutzutage bei einer neueren Traditionsbildung und Pflege, dass die Realität, der Auftrag der Bundeswehr sich enorm ausgeweitet hat. Ne? Früher sozusagen bei Armeen Krieg führen. Und wer das sozusagen am besten gemacht hat, traditionswürdig, heutzutage, Mensch, was ganz anderes. Friedenssicherung, Gewalt verhüten, aber auch das ist also eben, und das ist erst recht traditionswürdig. Da muss man auch ein bisschen umlernen. Brauchen die Soldaten ein neues Ethos? Ich würde gerne noch kurz eine Anmerkung zu diesen, zu Ihrer Frage geben, ob wir diese Adler oder Mannshohen Fresken noch brauchen. Wir sind hier in Deutschland und da gibt es auch gewisse Vorschriften, unter anderem Denkmalschutz. Und auch das ist in manchen Fällen ein Argument, um etwas nicht abzubauen oder wegzumeißeln. Und die Frage ist ja jetzt, brauchen wir einfach ein neues, also statt einer Traditionspflege, ein neues Soldatenethos, weil ja die Aufgabe der Bundeswehr tatsächlich sich ja gewandelt hat. Sie ist eigentlich wieder eine Armee im Einsatz, aber nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern. UN-Mandat, Menschen zu schützen, ihnen zu helfen, das fordert ja auch vom Soldaten eine völlig andere Einstellung. Also dass man eben sich nicht Material holt aus dem Depot und kämpft, Materialschlachten, sondern genau das verhindert, dass das passiert. Ist das noch zu wenig ins Bewusstsein der Soldaten und der militärischen Führung gedrungen, dass die Bundeswehr da eine andere Aufgabe inzwischen hat? Naja, Friedenssicherung geht ja immer einher, auch mit Kämpfen. Das darf man ja nicht vergessen. Im Auslandseinsatz kommt es ja auch immer wieder zu Zwischenfällen. Und ich nehme auch eine gewisse Veränderung in der Selbstwahrnehmung der Armee wahr. Denn dadurch, dass durch die Trump-Wahl in den USA ein gewisses Machtvakuum auch innerhalb der NATO entstanden ist, möglicherweise auch diese Unsicherheit da ist, wer soll denn da hineinspringen? Sind die Deutschen da möglicherweise als wirklich starkes Land in Europa mehr gefordert? Es gibt aus dem Osten eine neue russische Außenpolitik, die auch viele Aggressionen auslöst oder auch wieder die Frage aufwirft, müssen wir unsere Bundeswehr wieder mehr auf Bündnis- und Landesverteidigung zurückentwickeln? Das, was wir also vor 20 Jahren mal gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen in die Welt gehen und wir wollen Frieden sichern. Von daher ist es, glaube ich, ein Umbruch, den wir erleben. Und ich glaube, ein neues Ethos für einen Soldaten. Wir brauchen natürlich kein Ethos, das sich an der Wehrmacht orientiert. Dieses Helfen, dieses Schützen, das muss ganz tief verankert sein. Gibt es so etwas wie einen modernen Soldaten, eine moderne Sicht auf Soldaten oder auch durch Soldaten, ohne den Verteidigungsauftrag, der ja nötig ist, sonst gäbe es die Armee oder bräuchten wir sie ja gar nicht, ohne das zu vernachlässigen? Na, es gibt schon sicherlich einen modernen Auftrag. Das Problem ist nur, auch bei dem, was wir vorhin besprochen haben mit friedenssichernden Aufgaben, das ist dann auf so einer höheren, teilweise abstrakten Ebene. Wir haben das gesehen in Afghanistan. Da gab es diesen Auftrag hier, helft diesem Staat Afghanistan. Wenn man das runtergebrochen hat auf die Patrouille, die von Kunduz aus losgefahren ist, dann war das gar nicht mehr auf dieser abstrakten Ebene, sondern die haben gesagt, das hat ja auch damals die Diskussion bestimmt, wir sind hier im Krieg. Was in der deutschen Debatte lange nicht zur Kenntnis genommen werden sollte, auch aus politischen Gründen, was den Soldaten vor Ort aber völlig egal war. Die haben gesagt, ihr könnt es Friedenssicherung nennen, ihr könnt es Nation Building nennen, ihr könnt es Unterstützung führen nennen. Wir in dieser konkreten Situation, 5 Kilometer vor Kunduz, haben einen Kriegseinsatz. Und das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn man über diesen
Ethosansatz redet, wenn man darüber redet, modernes Bild des Soldaten. Herr Scholz, Sie können mir widersprechen, aber ich glaube, auf dieser Grassroots, in der Schlammzone, wie das heißt, haben sich viele Dinge nicht geändert und damit muss man umgehen und den Soldaten auch etwas anbieten, womit sie in dieser Schlammzone umgehen können. Aber kann man nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen? Das heißt, der Auftrag des Soldaten bleibt, im Ernstfall zu kämpfen. Aber es geht ja um eine Grundeinstellung, um eine charakterliche Haltung, um eine Sichtweise, dass eben Soldaten heute eine andere Funktion haben als vor 100 oder 200 Jahren. Wir hatten vorher die Gruppenkohäsion als irgendein Motivator, muss nicht die Tradition sein, aber jetzt ist es die Legitimation des Einsatzes. Warum bin ich da? Warum gehe ich in den Schlamm? Und ich behaupte, da ist ein Riesenbruch zwischen Politik und was die Soldaten da draußen tun müssen. Und das ist demotivierend. Und ich sage Ihnen auch, was ich damit meine. Die Norweger haben ihren Einsatz in Afghanistan untersucht. Die haben gesagt, drei Ziele hatten wir. Afghanistan demokratisch machen, haben wir nicht geschafft. Den Terrorismus in der Welt einschränken, haben wir auch nicht geschafft. Bündnistreue haben wir geschafft. Und für Bündnistreue da draußen gehen und sterben, für irgendein Bündnistreue ist für mich nicht genug. Und das ist, fehlt den Soldaten nämlich, eine Legitimation. Warum gehen wir da raus? Das ist jetzt ein Appell auch an Sie. Sie waren ja lange auch im Bundestag im Verteidigungsausschuss gewesen. Versagt da die Politik auch ein Stück weit? Ja, eindeutig. Nein, das ist meine ernüchternde Bilanz. Also eben, ich habe ja also viele Einsatzentscheidungen mitgekriegt, also ab 94, 95. Und das ist in der Tat bei vielen, bei Afghanistan war das so, Mali ist das so, das ausschlaggebende Motiv und Interesse war eigentlich, einem Verbündeten beizustehen. Und das Interesse, da also eben auch wirklich was in die Gänge zu kriegen, war nachgeordnet. Und das mündete dann auch darin, dass ein Gebot des sogenannten Brahimi-Reports, also Auswertung von UN-Einsätzen im Jahre 2000, ein Gebot, nämlich klare, erfüllbare, glaubwürdige Aufträge, dass das notorisch nicht eingehalten wird. Weil also eben auf der abstrakten Ebene, ne, auch von der Vereinten Nationen-Sprache, ist es plausibel, kann man Konsens im Politischen hinkriegen. Aber die Soldaten, die Offiziere vor Ort fragen dann immer regelmäßig, ja, welches Maß an Sicherheit sollen wir denn jetzt zum Beispiel also eben schaffen? Also dass es dann runtergebrochen wird, also operationalisiert wird. Wie lange sollen wir da bleiben? Wie kann man das überhaupt überprüfen? Alles das also eben ist offen geblieben und zu der Sinnfrage gehört, ich habe das ja von den Fallschirmjägern 2008, 2009 sehr deutlich gehört, die jedes Jahr oder alle zwei Jahre wieder da waren. Die sagten also eben, ja, grundsätzlich finden wir es ja richtig, dass wir da sind, aber wir merken, es geht rückwärts, es geht rückwärts. Und es hat also eben systematisch über die Jahre bei uns keine Auswertung der Wirksamkeit gegeben. Keine Auswertung der Wirksamkeit. Und das sehen wir jetzt bei Afghanistan. Nachträglicher Sinnverlust des Einsatzes. Da haben die für geblutet, Kameraden verloren. Und sie haben dann Baglan, Räume von Kundus also eben dann also freigekämpft. Das ist alles wieder den Bach runtergegangen. Und die fragen sich jetzt also reihenweise, wofür war das? Und sie kriegen von der Politik bis heute null Antwort darauf. Das heißt, Problemlösung müsste eigentlich die Verteidigungsministerin als erstes bei sich selbst anfangen. Sie meinen jetzt im Hinblick auf die Auslandseinsätze? Nein, oder? In Bezug auf das, was wir jetzt gesagt haben, die politische Verantwortung, dass die Politik... Die Minister insgesamt. Die Verteidigungsministerin alleine ist nicht verantwortlich. Nein, aber ja, das Minister ist mindestens genauso verantwortlich. Dann reden wir die Politik insgesamt, die politische Führung. Die Armee hat ja ein ziviles, kein militärisches Oberhaupt. Die politische Führung insgesamt eigentlich als erstes bei sich selbst anfangen und dem Soldaten klarzumachen oder das Gefühl zu geben, die Politik unterstützt sie, sie nimmt den Auftrag ernst und... respektiert und wertschätzt auch ihre Arbeit. Natürlich, das ist absolut die Aufgabe des Ministers, der Ministerin. Deswegen gibt es ja auch so Sachen wie zum Beispiel ein Flug kurz vor Weihnachten in einen Auslandseinsatz, um die Leute dort zu besuchen, den Soldaten zu zeigen, hallo, ich fliege zu euch, ich nehme das alles auf mich, ich würdige euch, wertschätze eure Arbeit hier. Umso interessanter und eigentlich nicht nachvollziehbar ist, dass Frau von der Leyen am Sonntag in diesem denkwürdigen Interview einfach so, ja, ihre sonst so übliche Selbstbeherrschung verloren hat und einfach diesen Satz,
die Mehrheit der Soldaten macht einen ganz tollen Job, aber es gibt einige faule Eier in diesem Nest, einfach nicht gesagt hat. Denn damit hat sie ein Signal ausgestrahlt, das sie wahrscheinlich nicht ausstrahlen wollte. Denn sie versucht das ja jetzt noch wieder einzuholen oder zurückzuholen. Hat sie das heute geschafft im Verteidigungsausschuss? Ich habe sie heute sehr verhalten erlebt. Sie ist ja normalerweise, wie gesagt, sehr bei sich und sehr fast schon soldatisch, preußisch, muss man sagen. Aber wenn sie so zu den Mikrofonen geht, ist immer ein Lachen oder ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht. Und das war heute nicht da. Das ist eine Kleinigkeit, aber sowas kann man natürlich auch wahrnehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie nach diesen 3 Stunden im Verteidigungsausschuss nicht ganz zufrieden war. Und ich könnte mir vorstellen, dass damit ein ausschlaggebender Punkt ist, dass sie auch an ihrem eigenen Anspruch so ein bisschen gescheitert ist da. Das war ja kein gutes Signal in die Truppe, wenn die Ministerin an sich selbst zweifelt. Naja, die Truppe würde in diesem Fall wahrscheinlich sagen, das ist doch ganz gut, weil du hast uns so runter abgemeiert. So kam das ja rüber. Das war ja das Problem bei diesem Interview vor einer Woche. Alle abgemeiert, alle unter Generalverdacht, auch wenn es nicht so gemeint war, so kam es an. Und jedes Signal, die Ministerin versucht es einzufangen, wird sehr aufmerksam registriert. Aber die Ministerin braucht ja auch Informationen aus der Truppe. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, das funktioniert nicht so richtig. Da fehlt oft der Mumm zu sagen, wenn ich da jetzt mich zu Wort melde und wenn ich den Finger in die Wunde lege, dann bin ich Nestbeschmutzer, dann mache ich den Laden matig. Muss da nicht bei den Soldaten auch ein anderes Selbstverständnis noch da sein, zu sagen, also so wollen wir nicht Soldat sein, da muss ich was ändern, aber das muss ja auch von unten kommen. Ich denke, oder ist das zu blauäugig? Ja, ich denke, dass das inhärent in einer großen Organisation ist. Der Führer da oben ist der einsamste Mensch auf der Welt. Der kriegt Informationen von ganz unten durch zig Filter nach oben. Und das ist nicht böse. Muss aber nicht sein, Entschuldigung, wenn ich das kurz unterbreche. Ja. Das muss ja nicht sein. Es gibt einen Weg in der Bundeswehr, wo man den Dienstweg nicht einhalten muss, nämlich zum Wehrbeauftragten. Ja. Der steht jedem Soldaten offen und der ist vom Bundestag ernannt und der hat eine Menge Einfluss in der Bundeswehr. Wenn ein Soldat das Bedürfnis hat, seinem Souverän etwas zu sagen, dann hat er die Möglichkeit. Nein, aber es geht darum, dass die Ministerin ja Dienstaufsicht führen möchte und sie möchte sie so eng führen wie möglich. Und dadurch, sie hat halt nur ihre Stäbe und diese Stäbe lassen halt nicht alles durch. Das ist in der Natur der Sache. Und wenn dann auf einmal sowas rauskommt, dann ist es nicht ihre Schuld. Das ist einfach auch ein Teil des Systems, was die Informationsverarbeitung und Weiterleitung angeht. Und ich wünschte mir ein bisschen mehr Gelassenheit, gerade in dieser Situation, dass man erstmal untersucht hätte und dann geguckt hätte, Dienstvergehen, Staatsanwalt und so weiter. Und dann intern versucht, das aufzuräumen. Und es ist sofort an die Presse gegangen. Und dann kommen solche Reaktionen von der Ministerin, die natürlich auch Politikerin ist. Und dann irgendwo meint, sie müsse jetzt irgendwie Aktion zeigen, damit sie als Verteidigungsministerin Rückgrat hat. Und das hat sie gar nicht nötig. Welche Möglichkeiten hat denn der Beirat Innere Führung, dessen Mitglied Sie sind, quasi positiv zu wirken? Nun, wir kommen ja mit Absicht von außerhalb der Bundeswehr. Wir haben alle also eben so einiges so an Erfahrungen, an Verbindungen zur Bundeswehr, sind von der Ministerin persönlich berufen worden. Und wir gucken dann aber eben vor allem auf strukturelle Fragen. Also zum Beispiel waren wir jetzt also auch in den letzten Wochen an einem der Standorte, die ins Gerede gekommen sind. Und da war aber nicht unsere Aufgabe dann zu gucken, hier, was ist jetzt genauer passiert, sondern wie sind die Rahmenbedingungen? Wie ist zum Beispiel die Situation der Mannschaftsdienst gerade dort, die also eben völlig sich selbst überlassen sind, also wo es also eben nach Dienstschluss also eben keinen Unteroffizier vom Dienst gibt, wo es kein Mannschafts also eben Heim gibt und so weiter und so fort. Also da und solche Sachen oder wo man dann also erfahren hat, dass es an diesem Standort die Soldaten bis vor 14 Tagen null offiziell unterrichtet wurden darüber, was überhaupt bei ihnen passiert war. Sie haben es nur über Verwandte, über Ehemalige mitgekriegt, über die Medien mitgekriegt, aber nie sozusagen also über die Führung. Und das also eben
sozusagen, das erfahren wir, weil uns gegenüber, das war also eben bemerkenswert, die Soldatinnen und Soldaten sehr offen also gesprochen haben. Also nicht erstmal bedeckt, ne, gegenüber den verdächtigen Gestalten aus Berlin, sondern direkt die Sachen kamen auf den Tisch. Und das also eben transportieren wir dann also auch nach oben direkt also eben an die Ministerin und werden daraus entsprechende Empfehlungen formulieren. Das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gehört, zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung. Dann merkte man auf einmal, oh, da haben sich bestimmte Sachen, haben sich dann in Reden, Ministerreden dann niedergeschlagen. Also das ist eine Form von direkten Kanal. Ja. Wenn wir jetzt zwar einerseits, Frau Schmalzner, feststellen, die Bundeswehr ist durchaus ein Spiegelbild der Gesellschaft, andererseits aber bei manchen Problemen auch wieder so ein Closed Shop. War es gut, die Wehrpflicht aufzugeben? Denn da gibt es ja diesen permanenten Austausch. Das ist eine schwierige Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, aber okay, ich versuche es. Ich glaube, es ist zu schnell passiert. Ich glaube, das war ein Kind des Zeitgeistes, aber es ist zu schnell umgesetzt worden. Und so einen großen Tanker Bundeswehr, auch wenn der personell zuletzt zusammengeschrumpft wurde, den neu aufzustellen, das ist eine ziemlich große Aufgabe. Das hat auch mehrere Minister verschlissen. Und ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, um zu sagen, es war ein Fehler. Ich glaube, es war im Grundsatz eine gute Entscheidung, aber zu schnell umgesetzt. Die ja verbunden war mit einem massiven Personalabbau. Wir sind 495.000 waren das 1989. 178.000 sind es, glaube ich, jetzt gerade. Noch nicht mal ganz. Ja. Noch nicht mal ganz. Gut, die Aufgaben haben sich geändert. Eine unmittelbare militärische Bedrohung im Moment jedenfalls nicht zu erkennen. Trotzdem, sind da Fehler gemacht worden bei dieser Frage, dass man die Bundeswehr einerseits verkleinert, das war ja immer wieder eine Forderung, das heißt dann eine Berufsarmee daraus zu machen? Nein, ich glaube nicht. Also die Aussetzung der Wehrpflicht, sie ist ja nur ausgesetzt formal, ja, ja. Halte ich für den richtigen Schritt. Wir müssten ja nur sehen, was an Personal nötig gewesen wäre, um diese Wehrpflichtigen und dann vielleicht nur für ein halbes Jahr oder für 9 Monate da durchzuschleusen. Ein irrer Aufwand, den sich diese Armee schlicht nicht mehr leisten konnte. Der Punkt ist einfach, dass diese Armee diese Struktur beim Schrumpfen, und jetzt soll sie ja wieder wachsen, mit der Struktur nicht hinterherkommt. Da gibt es aus der Truppe sehr viele Klagen über Leute, die sagen, ich würde gerne länger bleiben, aber ich darf nicht, weil es in der Struktur gerade nicht passt. Dafür werden dann andere neu eingestellt, die aber dann nicht gefunden werden. Also da ist im Moment relativ viel Chaos. Da sortiert sich die Armee noch. Das ist in diesen Zeiten vielleicht nicht so richtig gut. Das Ziel zum Beispiel, das erklärte Ziel war schon im vergangenen Jahr 170.000 Zeit- und Berufssoldaten zu haben, hat die Bundeswehr bisher nicht geschafft. Vielleicht schafft sie es mit Tricks in diesem Jahr. Also das ist alles etwas, so kompliziert wie es ist. Es ist Beamtenrecht plus die Besonderheiten eines militärischen Apparats. Und wenn man das zusammennimmt, dann sieht man, wie schwierig das ist. Die politische Führung sich bei der Bundeswehrreform verhoben? Sie meinen jetzt, was jetzt kommt? Was jetzt gerade stattfindet? Ich denke, dass, wenn ich nur auf diese Wehrpflicht ganz kurz was sagen will, ich denke, dass die Wehrpflicht ein richtiger Schritt war, aber sie haben die große Veränderung verpasst. Sie haben die Streitkräfte nach wie vor so stehen gelassen, aus verschiedenen Gründen, und wir hätten eine Chance gehabt, nach der Wende wirklich einen Soldaten für den Frieden zu schaffen und nicht einfach nur wieder eine Neuauflage von irgendeiner NATO mit Luftwaffe, Heer und Marine. Und deswegen wird diese Reform, behaupte ich, auch nichts schaffen, weil sie Altes wieder festschreibt und mit irgendwelchen Es wird ein bisschen mehr innere Führungsunterrichte geben und die Lehrpläne werden ein bisschen hin und her geschoben und es gibt ein paar Sonntagsreden. Ich befürchte, es wird sich nichts ändern mit dieser Reform. Das heißt, den Soldaten bleibt der Frust auch erhalten, ja, über diese Situation. Ja, weil Veränderung kriegen sie nicht hin. Wird denn, welche unmittelbaren Konsequenzen hat das jetzt, Franco A. und diese Entdeckung für die Bundeswehr? Was muss die Ministerin machen jetzt, um so etwas möglichst zu verhindern in Zukunft? Nun, sie hat ja heute wohl im Verteidigungsausschuss so verschiedene Punkte angesprochen, die angepackt werden sollen. Und sicher ist von entscheidender Bedeutung also für die Gesamthaltung, dass also eben es so eine Art Offensive in Sachen
innere Führung geben soll, die dann nicht sozusagen als Soft Skill so nebenbei dann vielleicht mal behandelt wird oder für viele ganz in Vergessenheit gerät, sondern dass das also wirklich mehr in den Mittelpunkt gerät, dann also eben auch soll dazu in der Truppe wirklich befragt werden. Also dass also eben nicht nur also eben von oben dann also was in die Richtung dann wieder neu aufgelegt wird, ne, Relaunch und so weiter. Also das wäre also eben dann ein wichtiger Punkt. Aber das andere, was wir vorher also angesprochen hatten, die Klarheit der Aufträge, die Erfüllbarkeit der Aufträge, elementar für den Sinn von Dienst in der Bundeswehr so überhaupt. Das ist meines Wissens bisher noch nicht erwähnt worden. Ja, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, morgen geht es um ein Thema, wo innere Führung bedauerlicherweise eine sehr geringe Rolle spielt. Die Russland-Connection. Welche Rolle spielt Donald Trump? Bleiben Sie bei Phoenix.